Herzlich willkommen, liebe Wanderverliebte. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir befinden uns heute in der Nähe von Nideggen und wir gehen den Kalltalweg. Die Strecke ist 10,5 Kilometer lang und führt uns über 189 Höhenmeter. Und wenn ihr wissen wollt, was uns auf dieser Runde erwartet, dann bleibt dran. Wir sind jetzt knapp bei der Hälfte der Strecke und kommen zum Zwischenfazit. Ja, es geht hier ganz gemütlich durch das Kalltal hindurch. Die Steigungen sind auch nicht sonderlich anstrengend. Für Michael ist das jetzt am Anfang noch so genau die richtige Strecke, um besser wieder reinzukommen. Und darüber hinaus haben wir heute auch einen richtig schönen Wintertag erwischt. Die Sonne scheint, der Himmel ist blau. Und was besonders schön ist, dadurch, dass die Strecke so ein bisschen abwechslungsreich ist und nicht nur durch den Wald führt, sondern auch ab und zu ein paar offene Wiesenpassagen hat, kann man die Sonne da auch ein bisschen genießen. Und was mir noch gut gefällt, ist die Tatsache, dass sehr viele Wanderer drüben auf der anderen Ruhrseite sind, bei Nideggen, auf den Felsenpfaden. Und hier die Strecke liegt so ein ganz kleines bisschen abseits. Wir haben zwar schon ein paar Mitwanderer getroffen, aber alles in allem ist die Runde wirklich sehr ruhig und gefällt uns bis jetzt sehr gut. Dann hoffen wir mal, dass es in der zweiten Hälfte auch so ist. Thank you.
Es ist Januar und das Wasser ist sehr kalt. Wir sind fast am Ende der Wanderung und kommen zum Fazit. Es ist eine insgesamt leicht zu gehende Wanderung, die vorwiegend über breite Wege verläuft. Es geht schön durch das Kalltal, zwischendrin gibt es ein paar Wiesen, aber auch viele Waldabschnitte. Als Tipp hätten wir für euch, dass ihr auf jeden Fall momentan die Umleitung geht, denn hier sind ein paar Brücken über die Kall weggespült worden, damit ihr nicht wie wir durch die Kall einmal durchwarten müsst. Ist vielleicht gerade in den Wintermonaten nicht so angenehm. Und ansonsten hätten wir noch den Tipp, gerade wegen der breiten Wege, dass sich die Strecke auch zum Joggen oder auch für Wanderanfänger eignet. Ja, da wären wir auch schon bei dem Negativen. Also die Wege waren wirklich sehr breit, was zwar angenehm ist, aber halt nicht so sonderlich spannend. Und es hat jetzt auch so ein größeres Highlight gefehlt und es doppelt sich so ein bisschen. So der Hin- und der Rückweg, da geht man fast wieder so denselben Weg entlang. Ja, und das größte Highlight, das war in unseren Augen vielleicht sogar, dass man hier ein paar schöne Aussichten genießen kann. Unter dem Strich erhält die Strecke daher von uns 5 von 10 Punkten. Bitte wie immer nicht vergessen, Abo liken, kommentieren. Werden wir mit einem Herz quittieren.